Lieben Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir haben einen Hexerauftrag angenommen, der uns ein bisschen weggeführt hat von unserem eigentlichen Ziel, aber so passiert es nun mal. Wir sollten Leichen verbrennen auf den Schlachtfeldern, damit die Ghule sich daran nicht gütlich tun. Ein Priester hat uns beauftragt, aber es hat sich herausgestellt, dass der Typ ja irgendwie ein krummes Ding am Laufen hat. Möglicherweise ist er auch nur ein Fake-Priester, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sollten wir für ihn Spuren verwischen. Im Prinzip eines Mordes, so kann man es schon bezeichnen. Und den wollen wir jetzt konfrontieren. Und der müsste sich hier irgendwo befinden. Unangenehme Gegend, schlechtes Wetter. Doch nicht so ein schöner Auftrag, wie ich dachte. Mal sehen, ob wir ihn finden. Da unten sind sie wohl. Es könnte Stress geben. Plötzlich bleibt mal hier. Und wir quatschen mal mit ihm. Stimmt ja, er hatte zwei Wachen dabei. Naja. Aber gegen Menschen kommen wir in der Regel ganz gut zurecht. So. Nun, Hexer, hast du deine Aufgabe erfüllt? Warum kümmert ihr Priester euch erst jetzt um die Gefallenen? Die Lebenden sind die vornehmste Pflicht der Kirche des ewigen Feuers. Du machst dir keine Vorstellung von der Arbeit, die wir direkt nach der Schlacht geleistet haben. Die Verwundeten brauchten Hilfe, die Flüchtlinge geistlichen Zuspruch. Messen mussten gelesen, Spenden eingesammelt werden. Das freut mich zu hören. Was hätten die Leute nur ohne euch getan? Er hat seinen Text ganz gut drauf. So, dann wollen wir sehen. So, ich habe mich um die Gräber gekümmert. Sehr interessant. Eine der Leichen war noch lebendig und sehr gesprächig. Wie meinst du das? Einer der Fistech-Händler hat überlebt. Und der hatte eine hochinteressante Geschichte zu erzählen. Ah, faszinierend. Ich würde dir diese Geschichte abkaufen. Für immer. Exklusiv. Nee, so fangen wir hier gar nicht an. Du kannst mich anheuern, aber todsicher nicht kaufen. Ah, eine Sackgasse. Dann ist es wohl das Billigste, dich zu töten. Drei gegen einen, das schaffen wir. Hexer oder nicht. Auf ihn! Du wirst brennen, Teufelsbrot! Ja, ja, das wollen wir erst mal sehen. So ein Magier ist er ja zum Glück nicht. Ich würde sagen, ihr brennt. Ah, verdammt, ich kann gerade kein Feuer machen. Ach, du hast ja auch deinen Streitkolben. Das hat mich sowieso schon gewundert, warum er einen Streitkolben hat. So, jetzt aber. Ha! Stirb! Er ist sofort umgefallen. Habt ihr das gesehen? Ich lach mich tot. Und du fällst auch sofort um. Naja. Ja. Andererseits, ich meinte... Naja. Das ist immer so eine Sache, ne? Ich meine, was wäre jetzt eigentlich die Alternative gewesen? Was hätten wir gemacht? Ja, wie soll ich sagen? Also wir wollten jetzt nicht sein Geld annehmen. Wir hätten ihn ja jetzt keinen Behörden übergeben sollen. Was ist eigentlich die Alternative in solchen Situationen? Es geht doch eigentlich immer nur umbringen oder sich bestechen lassen. Das ist irgendwie auch ein bisschen unbefriedigend. So, haben die denn noch was bei sich? 200 Kronen. Okay, das könnte die Belohnung gewesen sein. Oder möglicherweise das, was er uns sowieso hätte angeboten. Naja, gut. Also es läuft dann wohl auf Selbstjustiz hier hinaus. Des Öfteren. Wobei so richtig wohl fühlt man sich nicht, wenn man hier das fehlende Rechtssystem ersetzt. Das ist ja eigentlich auch nicht Aufgabe der Hexer. Nun gut. Okay, aber was mich jetzt mal interessiert, also wir werden uns natürlich zurückbewegen zu unserem eigentlichen Ziel. Sag mal, sind hier noch Kisten, die wir plündern können? Nee. Aber da vorne, diese vielen Menschen, mit denen wollen wir nochmal reden, was hier eigentlich los ist. Das ist, glaube ich, gut zu wissen. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig zu wissen, warum die hier alle warten an der Brücke. Nilfgaard erlischt hier tot? Dass die ihre Toten nicht begraben? Merkwürdig. So, die trinken wir schon mal. Auch nicht das schlecht. Das ewige Feuer wird unsere Sünden ausbrennen. Billiger gibt's nirgends welche. Ein redanischer Soldat auf dieser Seite?
Mach so weiter, dann knack ich dir den Schädel. Was ist mit ihm los? Und ein Hexenjäger. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Okay. Wir machen mit den Hexen kurzen Prozess. Und dann bist du dran. Keine Sorge. Verschwinde. Bum, 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 bum. Na, wenigstens einer hat gute Laune hier. Du bist also dieser Weiße? Ja, ich bin der Weiße. Bum, 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 bum. Im Wald kennt das Unglück keine Ruhe. Okay. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Hey, Weißkopf! Ja, ihr friert. So, wen haben wir hier? Händler. Aha. Die wollen aber nicht mit uns reden, die kommen offenbar auch nicht rüber. Und wir haben auch hier ein Anschlagbrett, echt? Wo ist es? Ich sehe es noch nicht. Du bist der Hexenmann, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Nee, ich habe nichts vielleicht, getan. Vielleicht doch nicht. Was ist vielleicht da unten? Kannst du mich auch mal. Für eine Truppe, da kommen wir aber nicht hin. Bum, 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 bum. Ich sehe, okay, dass du ein weit gereister Mann bist. Also sag mir, soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Ah, das ist ein Schreckblatt. Alles klar. Hauptmann Felix Grupp. Ja, was zum Teufel? Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Naja, wir gucken mal, was hier los ist. Sperrstunde nach Einbruch der Dunkelheit. Der Kommandant des Regiments weist alle Flüchtlinge im Lager an, sich nach Einbruch der Dunkelheit nur noch innerhalb der Lagergrenzen aufzuhalten. In der Umgebung sind Feindseligkeiten weiter an der Tagesordnung und die redanischen Wachen behandeln jedermann außerhalb des Lagers nachts als Feind. Okay, das scheint hier so eine Art Brückenkopf noch der Redanier zu sein. Interessant. Und so ein, gleichzeitig so eine Art Flüchtlingslager. Seuchengefahr. Aufgrund der Seuchengefahr hat der Kommandant des Durchgangslagers tägliche Bäder angeordnet. Wascht euch, Leute. Es ist nur zu eurem Besten. Obacht! Der Feind lauert mitten unter uns. Gestern wurden nilfgaardische Soldaten erwischt, die sich im Lager verborgen hatten. Sie waren in Zivil gekleidet und gaben sich als Flüchtlinge aus. Der Lagerkommandant verlangt von uns allen Wachsamkeit. Achtet auf eure Nachbarn und behaltet sie im Auge. Wer etwas Verdächtiges bemerkt, hat sofort zu berichten. Das Verstecken von kaiserlichen Soldaten wird hart bestraft. Nach den Unruhen. In Anbetracht des gestrigen Vorfalls und des zugrunde liegenden Konflikts zwischen Männern aus Edirne und Temerien ergeht der Befehl, dass die Flüchtlinge ab sofort in Gruppen auf Basis ihrer Herkunft unterteilt werden. Wer dies nicht beherzigt, wird aus dem Lager entfernt. Hubert Rodin, der Kommandant. Dann wird jemand vermisst. Georg Lessek. Wenn du es in dieses Lager geschafft hast, dann hinterlasse mir unbedingt eine Nachricht. Ich weiß nicht, wie lange ich noch bleiben kann, aber vielleicht treffen wir uns. Such nicht nach deinem Vater, er ist tot. Melde dich, mein Sohn, deine Mutter. Oh Mann. Auftrag, Monster im Wald. Okay. Folgendes sei zu wissen und kundgetan. In den Wäldern um Novigrad treibt ein Monster sein Unwesen, das unseren Kriegsanstrengungen erheblich schadet. Wer es findet und tötet, tut nicht nur seine patriotische Pflicht und bringt uns dem unvermeidlichen Sieg der geeinten Streitkräfte des Nordens unter unserem tapferen König Radovid einen Schritt näher, sondern soll auch eine ansehnliche Belohnung erhalten, die den Mühen angemessen ist, gemeinsam für den Sieg. Hauptmann Felix Grupp. Anmerkung. Die Belohnung wurde noch nicht eingefordert. Anmerkung. Achtung! Wenn das Monster nicht bei Ende des laufenden Monats tot ist, werden die Steuern für die gesamte Region um ein Fünftel erhöht. Wow. Naja, klingt nach einem Hexenjob. Monster im Wald. Wir gucken mal ganz kurz, wo das stattfinden soll. Tja, ich glaube, das ist das Neue hier, oder? Nee, zartes Hauch des Bösen, das ist noch was anderes. Monster im Wald. Dann muss ich kurz mal die Quest aktivieren. Aus reinem Interesse. Das ist auch Level 6. Das ist gar nicht so schwierig. Schaut mal. Wir sollten mit ihm gleich reden. Als erstes mit dem
Kommandanten des Wachpostens. Na, der steht ja hier gleich gegenüber, ne? Sprechen wir mal mit ihm. Da ist ja der Hauptmann. Hm, was willst du? Ich bin wegen der Nachricht hier. Gibt es ein Monsterproblem? Problem? Sehr hübsch. Wir haben kein Problem. Wir sitzen bis zum Hals in der Scheiße. Da sitzt irgendein verficktes Ich-weiß-nicht-was im Wald und greift jeden beschissenen Transport an, der es wagt, die Hauptstraße zu benutzen. Wir haben bald keine Bolzen mehr, keine Pfeile, keine Rationen. Wir sind am Arsch. Wir haben eine Patrouille losgeschickt, aber die ist nicht wiedergekommen. Es ist also ganz einfach. Bring mir den Kopf dieses Scheißviehs und ich gebe dir so viel Gold, wie in der Nachricht steht. Ich falsche nicht. Der Quartiermeister lässt sich nicht umstimmen. Aber ich kann einen Passierschein über den Ponta drauflegen. Was sagst du? Top? Klingt angemessen. Mal sehen, was ich tun kann. Na, das ist doch schon mal solide. Okay. Kurzer Blick. Liegt das auf dem Weg? Oder eher nicht? Da ist noch eine andere Geschichte. Ja, oh mein Gott. Das liegt tatsächlich hier auf dem Weg zurück. Ja gut, dann kümmern wir uns natürlich drum, aber wir wollen nicht verpassen, was da los ist. Allerdings bin ich neugierig, pass doch auf, wie das hier auf der Brücke läuft und am Tor. Wir gehen deshalb hier nochmal rüber. Was muss ich machen, damit ich auch so ein Schwert kriege? Lass es bleiben. Der kommt schon von allein. Das hat wehgetan. Ach nee, komm. Jetzt jammer nicht. Der Teufel aus der Eiche schaut, mit Freude seinen Trunk gebraucht, gießt ihn mit großen Schlucken runter, so schnell wie Meister der Hexer. Wieder munter. Halt! Kein Durchgang! Die Brücke ist gesperrt. Warum? Und haufenweise weil König Radovid es befohlen hat. Ich lass niemanden durch, der keinen Passierschein hat. Wer stellt die Passierscheine aus? Was geht dich das an? Leute wie du kriegen sowieso keinen Passierschein. Du bist der falsche Typ. Na gut. Bis dann. Ich kann nicht glauben, was wir ich wissen. Hm? Wir wissen, wie man einen Passierschein bekommt inzwischen. Wenn ein Mann feierlich gegen du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Sieben Köpfe und zehn Hörner. Dafür wurde er verflucht. Er wurde mal gar nicht so einfach, hier durchzukommen. Ich rate dir, mach einen großen Bogen um Teufelssprung. Aber vielleicht auch nicht. Oh mein Gott, Leute. Leute, Leute. Oh mein Gott, was für ein Gequatsche. Schaut mal. Da gibt's wohl noch eine andere Möglichkeit, irgendwie an einen Pass zu kommen. Ich würde keine guten Geschäfte machen. Und zweitens, hör einfach auf mich und geh verdammt nochmal nicht hin. Billiger gibt's nirgends welche. Wer ist also dieser Weiße? Hast du Interesse an einem Passierschein? Hier gibt es die billigsten. Über was für Passierscheine reden wir hier? Das weißt du nicht. Die Redanier halten alle Pforten über den Panta. Ohne Passierschein kommt keiner durch. Aber du hast Glück. Ich hab noch ein paar zu verkaufen. Na? Was? Dafür könnte ich mich als Radovid verkleiden und eine vergoldete Kutsche kaufen. Was soll ich machen, wenn du es dir nicht leisten kannst? 100. Nö. Nein, danke. Hey, halt mal. Ich hätte vielleicht etwas Arbeit für dich. Wenn du die gut machst, gehe ich mit dem Preis runter. Ja gut, Arbeit ist allgemein immer interessant, weil dahinter natürlich auch interessante Geschichten manchmal stecken. Wir wissen aber eigentlich, wie wir an einen Passierschein kommen. Aber wir fragen trotzdem. Was für Arbeit? In der Nähe. Ein Stück im Südosten hat mein Schwager sein Geschäft. Er reinigt mit seinen Leuten die Schlachtfelder. Leider hat er dauernd Ärger mit diesem Geschmeiß. Du weißt schon, Monster, die von Leichen angezogen werden. Beschütz ihn. Dann kriegst du einen hübschen Rabatt. Ja. Okay, erforderliche Täuschungsstufe. Komisch, dass wir nicht einfach Ja sagen können. Na gut.
Mal sehen, was ich tun kann. Okay. Ah, okay, die Quest ist trotzdem zu stark. Ja. Ich fürchte aber, das ist der Kampf gewesen, den wir schon bestritten haben. Ja, genau da. Möglicherweise müssen wir den nochmal machen. Liegt aber allerdings auch genau auf dem Weg hier zum Monster im Wald. Eine Sache will ich jetzt schon mal tun. Wir haben ja jetzt wieder den Slot freigeschaltet. Und aus dem Grund werde ich mal hier wieder Sonne und Mond packen. Das hilft uns ein bisschen bei der Regeneration. So, jetzt weg hier von dem ganzen Gequatsche. Wir könnten darüber reden, denke ich, aber... Wo ist unser Pferd? Trockener Kehle? Nein. Ilke, bring dem Korporal einen Becher. Korporal? Nein. Warte mal kurz. Schneller. Ich habe noch was gesehen auf der Karte, fällt mir gerade auf. Da war so ein Händler hier in diese Richtung. Da will ich nochmal gucken. Verdient hat. Du benimmst dich wie ein Offizier und bist noch klug dazu. Diese Hunde sind ja echt unangenehm. Hau doch mal ab hier. Aber der scheint jetzt irgendwie weg zu sein. Ich hätte schwören können, dass vorhin hier jemand zu sehen war. Ein Bandit ist hier. Was? So nah? Wir ziehen dir die Haut ab. So, Plätze, hau mal ab. Lass ihn nicht zu Atem kommen. Ernsthaft? Muss ich jetzt einen Pferdekampf machen? Okay, das ist wahrscheinlich nötig. Aber das mag ich nicht. Können wir den da runterstoßen? Ja, bestimmt, ne? Flüche! Der Dreckskerl verflucht uns! Du wirst es nie lernen. Oh mein Gott! Das Pferd kann auch... Ja, natürlich kann es das. Eigentlich wollte ich gerade Art nutzen. Aber... Wir ziehen dir die Haut ab! Jetzt ist er runtergeflogen. Das ist der Weg, wie man mit denen umgeht. Muss ich mir merken. So. Naja, wo ein Bandit ist, können natürlich noch mehrere sein. Sind das da alles Banditen? Da kommt schon der nächste auf dem Pferd an. Ja, so sieht's aus. Wow, wie sie da runterfliegt. Oh mein Gott! Das ist ein Nest hier. Okay, hier muss ich ein bisschen aufpassen. So einfach ist das dann doch nicht. Er immer noch auf dem Pferd. Wir kein Art. Wir brauchen bald kurz. Wir müssen die erstmal runterbekommen. Sonst gibt es Probleme. Komm. Jawohl. Los, meine Lieben, an die Arbeit! So. Da bleibt noch einer. Komm schon. Kriegen wir den auch irgendwie so runter? Okay, es geht auch auf die Tour, wenn wir auf ein Zelt springen. So. Wir ziehen dir die Haut ab. Das glaube ich aber nicht. Ah, da haben wir den Anführer. So, wie gehen wir die am besten an? Einfach raufhauen, würde ich sagen. Zielt auf seine Augen! Ja! Die sind ziemlich passiv. Da brauchen wir, glaube ich, keine große Kriegstaktik. Warte, der hat den selber erledigt, ich habe das gesehen. Tötet, wenn ihr die Götter liebt. Ah. Okay, das ist ja super, das Problem. Einer ist noch. Nun ja. Aber da steht noch einer, sehe ich gerade. Der bewacht da irgendwie im Käfig. Dreckiger Bastard! Ah, das ist der Bogenschütze. Gott sei Dank. Lass ihn nicht zu Atem kommen! War schon wieder das falsche Schwert? Ich glaube ja. Aber dann machen wir den mit dem Silberschwert. Nee, das war das richtige Schwert. Naja. Gut. Ich hoffe, die Deserteure, die haben auch ein bisschen was zu bieten. Novigrade Langschwert. Dann machen wir uns mal ins Plündern. Oh, wen haben wir denn hier? Lass mich raus. Ich flehe dich an. Der Schlüssel ist hier irgendwo. Er muss es sein. Ich suche. Ein unverschickter Brief. Meine gute Helke. Weißt du noch, wie du sagst, Isbor, raub nicht die Leute aus. Den Göttern gefällt das nicht. Und außerdem sind in diesen Tagen nur Flüchtlinge auf den Straßen. Und die haben noch weniger als wir.
Weißt du noch, wie wütend du warst, weil ich nicht auf dem Feld arbeiten wollte und nichts zum Essen mit nach Hause brachte? Nun, du wirst diese Worte schlucken müssen, meine Liebe. Schluck sie runter mit einem herzhaften Stück Demut und gebackener Krähe dazu. Gestern haben wir diesen Händler erwischt und keinen aus Gros-Velen oder Brenner, sondern aus Nilfgaard, aus der Stadt der Goldenen Türme. Er sprach kaum unsere Sprache, aber es reichte aus, dass wir uns verstehen konnten. Er sagte, er bringe Waren zum Lager der Schwarzen. Wir nahmen alles, was er hatte, und ich sage dir, liebe Helke, so viele Kronen hast du dein Lebtag nicht gesehen, noch wirst du je so weit zählen können. Jetzt werden wir ihn uns erstmal richtig vorknüpfen. Wir wollen ja sicher gehen, dass er sein Gold und sein Zeug nicht irgendwo versteckt hat. Wenn wir ihm die Daumen abgeschnitten haben, wird er von dem Geld in den Sohlen seiner Stiefel reden. Und wenn Mirko ihn verbrüht, erzählt er uns von den wertvollen Edelsteinen, die er in seinen Futterbeutel genäht hat. Er erzählt uns bestimmt einige solcher Dinge. Man weiß nicht, was, bis man es probiert. Sagt den kleinen, Paps kommt bald nach Hause und er bringt Spielsachen und Leckereien mit und sie können so viele Honigkuchen essen, bis sie platzen. Für dich, Helke, habe ich eine silberne Halskette und Brosche dabei. Du kannst zwar manchmal ganz schön ekelhaft sein, aber ich liebe dich immer noch, du ungezogenes Weibsstück. Isbor. PS, zieh das Nachthemd mit der Spitze und den roten Perlen an, wenn ich zurückkomme, und gib deiner Zuckerschnute etwas Farbe. Tja, der wird offenbar nicht zurückkommen. Denn er hat uns getroffen. So, hier haben wir eine schöne Kiste. Und was haben wir hier? Ein Entermesser, Öl, reines Silber. Assassinenstiefel, redanischen Kräuterschnaps. Das klingt doch schon mal gut. Aber hier muss noch viel mehr liegen. Schaut mal hier. Käfigschlüssel, ne? Perfekt. Ich würde sagen, wir lassen uns aber hier Zeit und werden erstmal hier ordentlich plündern. Wir haben alle Novigrader Meisterschwerter. Da ist noch was. Da hinten ist auch noch was. Allerdings schon ein bisschen merkwürdig, dass so dicht an dem Flüchtlingslager jetzt hier so eine Banditentruppe ist. Boah, das ist ja auch noch so ein ganzes Schlachtfeld. Naja gut, Schlachtfelder werden wir hier zu Genüge finden. So. Aber das war irgendwie ein ziemlich ungeordnetes Lager. Haben wir hier noch Leichen übersehen? Ja, da liegt noch was. Dann befreien wir mal den Mann dort. Und der Abend ist schon da. Salpeter. Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Hab Waren für die Armee. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Ja, hervorragend. War das möglicherweise der Händler, den ich gesehen hatte? Kann das sein? Okay, der wird jetzt dort zu seinem Stand gehen. Da bin ich natürlich jetzt schon ein bisschen neugierig, was er uns dort zu bieten hat. Und ich glaube, ehe wir jetzt im Dunkeln diesem Monster nachjagen, werde ich, glaube ich, hier im ehemaligen Banditenlager mein Lager aufschlagen. Kann ich dich vielleicht jetzt schon ansprechen? Ey, lass plötzlich in Ruhe. Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Hab Waren für die Armee. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Na gut, das machen wir gleich. Pass auf, dann werden wir uns hier es ein bisschen gemütlich machen. Hier war doch irgendwo eine Feuerstelle, oder? Ist das eine Feuerstelle? Ach so, da brennt. Das sieht aber irgendwie aus wie so ein Giftfeuer. Merkwürdig aus. Egal. Wir machen uns das hier gemütlich und werden uns jetzt erstmal umziehen. Denn wir haben ja, wie gesagt, Stufe 4 erreicht. Und das bedeutet, dass wir hier diese temerische Rüstung endlich anlegen können. Und die hilft uns wirklich sehr.
plus 22 Rüstung ist enorm. Verbessert ein bisschen Durchbohrungsschadensresistenz. Resistenz gegen Schaden durch Monster, immerhin 5%. Da habt ihr mich darauf hingewiesen, dass das auch ein wichtiger Wert ist, auf den man achten muss. Naja, hier kommen dann immer mehr hinzu. Also das ist jetzt wirklich eine krasse Verbesserung, glaube ich. So, dann haben wir die Hose. Und dazu gehörten dazu nicht noch Stiefel, sagt man? Nee, Handschuhe. Okay, also das ist die neue Rüstung aus einem Guss. Jo, sehr schön. Lass mal kurz die Spielerwerte anschauen. Rüstungswert 91. Und hier sehen wir die Resistenzen. Okay, dann haben wir hier irgendwie Waffen bekommen. Auch die will ich mir kurz mal anschauen. Die normalen Novigrader Langschwerter sind nicht so gut, logischerweise. Auch nicht das komische Messer. Das hilft uns alles nicht. Was haben wir hier noch? Ach so, ein Knüppel. Ja, nee, den wollen wir nicht anlegen. Okay, hier ist nichts Spektakuläres dazugekommen. Hier ein paar Felle. Und was mich aber interessiert, wir haben, glaube ich, Handwerksgeschichten neu bekommen. Mal schauen. Harpier. Das ist schon älter. Ist ein krasses Schwert. 37. Ist noch weit entfernt. Hier, Stiefel. Das war, was neu dazugekommen ist. Assassinenstiefel. Aber auch erst Stufe 10. Also für uns noch nicht relevant. So. Da habe ich tatsächlich noch ein bisschen Hundeteig übersehen. Dann werden wir, bevor wir uns hier zur Ruhe begeben, werden wir mal da runter reiten. Nee, das ist nicht unser Pferd. Plötzlich bist du's. Ich kann auch auf anderen Pferden aufsitzen. Echt? Warte mal. Was passiert dann? Los, lauf! Aha. Okay. Aber ein Pferdehändler... Plötzlich stellt sich mal wieder hier mitten in den Baum. Ein Pferdehändler habe ich noch nicht gesehen. Dass man die noch verkaufen könnte. Das hätte auch was. So, dann schauen wir mal. Wo ist der Händler? Wo hat er jetzt seinen Stand? Nicht so schnell, Plötze. Müssen wir wieder durch das Gequatsche durch. Was ist das? Schrecklich, diese Gebühren. Warte mal, ist das Novigrad, was wir da hinten sehen? Oh ja, eindeutig. Oh, großartig. Der König hat sie festgelegt, nicht spektakulär. Ich. Aber du entscheidest, wer passieren darf, nicht Radovid. Teufelsbrot, billiger Geld. Wir könnten darüber reden. Was ich da höre. Sei gegrüßt. Das ist er, ne? Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. So. Und was hat er? Ist er das jetzt wirklich? Das haut mich jetzt nicht vom Hocker, ne? Optima Mata, das brauchten wir, glaube ich, nicht. Wasseressenz wäre ganz nett. Ja, diese üblichen Kräuter, vielleicht irgendwas, was ich jetzt noch nicht absehe, ob ich das brauche. Hühnerbein ist natürlich nett, kostet aber 41 pro Stück. Brauchen wir im Moment auch nicht. Ein bisschen was könnten wir verkaufen. Ich würde sagen, die schweren Sachen. Schwer ist meistens hier die Rüstung, oder? Was ist hier am schwersten? 1,56 wiegt zum 2. Ja. Was kriegen wir dafür von ihm? 3 Gold. Oh Gott. Egal. Weg damit. Kann alles raus, ne? Kleinvieh macht auch Mist. Und dann 28 Gold immerhin dafür. Den Nilfgaarder Schuhe können wir auch noch schön zu Gold machen. Und das ist unsere alte Rüstung. Ja, wunderbar. So, dann sind wir erstmal wieder hier entlastet. Haben noch ein bisschen Krimskrams. Ja, haben wir auch. Bärenfell. 24 Gold. Das lohnt sich schon. Schaffelle sind auch richtig gut. Reines Silber. Ist das gut aufzubewahren vielleicht, um das zu zerlegen? Bewahre ich noch mal ein bisschen auf. Wir haben 456 wieder anständig. Aber war das wirklich dieser Händler? Lebt wohl. Einer, der eine Beförderung verdient hat.
Naja, vorn war der nicht da. Insofern spricht viel dafür. Ich gehe nochmal sicherheitshalber einmal hier runter. Wie ein Offizier, die wilde Jagd hat sie niedergeritten, weil sie die Herrinnen nicht respektiert haben. Ich rate dir, mach einen großen Bogen um Teufelssprung. Sonst? Erstens kann man in der Einöde du keine du gehörst nicht zu den machen. Männern vom Baron, oder? Und zweitens... Ja. Okay, verdammt noch mal okay das war er. War unschuldig wie ein Strauß Lilien. Aber der blutige Baron wurde blind vor Wut. Hat ihm die Haut vom Rücken gegeben. Das ewige Feuer wird unsere Sünden ausbrennen. Ich habe schon ein bisschen Angst vor Novigrad. Wenn man da durch die Straßen läuft... Und das auch so geht? Oh mein Gott. Das wird dann ja nicht so nett. Gut, Plötze. Wir machen uns das jetzt hier gemütlich, verbringen hier die Nacht und gehen dann morgen auf Monsterjagd und immerhin in Richtung unseres eigentlichen Zieles. In diesem Sinne sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwald.